So, okay. Dann brauchen wir einen Kobbel. Habe ich noch? Gut. So, dann war das so. Du so. Kein Kobbel. Stone. Fast dasselbe. Nur das eine ist gekoppelt, das andere nicht. Ansonsten gibt es keinen Unterschied zwischen Cobblestone und normalem Stone. So eine Smelting Factory ist schon praktisch. So. Der Soulstone in Smelter. Okay. Dann schmelzen wir den hier gleich. Sobald das hier durch ist, warum nicht? Warum sollen wir das nicht abwarten? Eigentlich schmelz genug, aber hey, komm, die beiden nehmen wir noch mit. Die beiden will ich jetzt auch noch haben. Danke. So, das kann übrigens weg, das kann weg. Na komm. Die Essenzen packen wir mal weg. So. Moment. Du mit Prudentium für Sodium Dust. Genau, davon brauchte ich 2. Also brauche ich 8 Prudentium. 8 Prudentium. Nee. Orange habe ich noch 3 über. Perfekt. So, das sind meine 8 Prudentium. Machen wir die erstmal. So. Oh. 2 natürlich. So, den schmelzen wir jetzt. Richtig? Richtig. Okay. Mann, Mann, Mann. Oh, und ich brauche einen Mystical Stick. Der Mystical Stick ist ein Stick mit 4 Prosperity Shots. Okay. Hab ich alles. Stick. Prosperity Shots. Dankeschön. Solium Dagger. Okay. Und hieraus können wir dann Mob-Chunks kriegen. Oder hier durch. Ich hab's noch gehört. Leider zu spät. Mist. Ich hasse euch. Damit meine ich nicht die Zuschauer. Damit meine ich absolut nicht die Leute, die hier zuschauen. Sondern Les Creepers.
So. Okay. Döp. Brauchst hier. Döp. Die beiden noch fertig. Oh Mann. Oh Mann. Dumme Creeper. Ich hasse sie. Da ist schon wieder ein Creeper. Wenn ich das gerade richtig sehe. Ja. Die haben es heute irgendwie auf mich abgesehen, habe ich das Gefühl. Naja. So, aber was mich viel mehr interessiert, wie viele Enderperlen haben wir hier? 6 Stück. Sehr schön. Das sind nochmal 3 weitere Samen, die ich mir auch direkt mal craften werde. Denn das gibt noch schneller Enderperlen. Oh wait, stimmt. Das, jedes dieser Felder zählt ja für einen Quadranten, ne? Ja, okay. Muss ich warten, bis ich 9 habe, dann kann ich das Inventory dort locken. Und dann. Dann ist das sinnvoller. Stimmt, da war ja was. Da war ja was. Wobei, kann ich das vielleicht auch ausschalten? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass das abschaltbar ist. Nochmal gucken. Amazon, Shopwork Area, Crop Hoing. Input. Nö. Nö. Nö, 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 nö. Tja. Okay. Dann nicht. So, hier sehe ich doch ein paar, oder hier habe ich schon ein paar Mob-Chunks gesehen. Sehr schön. Zombie, Creeper, Experience-Chunk, okay. Nett. Glasflaschen brauchen wir nicht. Rotten Flash auch nicht. Ist hier noch was anderes Schönes. Potion of Healing. Auch kein Schwein. Das braucht auch kein Schwein. Okay.
So. So, 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 so. Sind wirklich nur zum Craften von Experience Seeds da, ha? Schade. Die kann ich halt noch in Tier 3 Mob Chunks schmelzen, um anderes Zeug rauszukriegen. Creeper Essence, was kriegen wir denn daraus? Gucken wir doch mal. Lohnt sich das? Gunpowder, Creeper Head und halt Rackets. Nicht wirklich. Finde ich jetzt nicht wirklich nützlich. Zombie Seeds, Zombie Essence für Rotten Flesh, Zombie Heads. Auch nicht das Interessanteste, sag ich mal. Aber man kommt hier halt auf einen Tier 2 Mob Chunk. So. Und der könnte potenziell interessant sein. Cow Seeds. Na, okay. Vielleicht auch nicht. Vielleicht auch nicht. Vielleicht habe ich das besser eingeschätzt, als es ist. Naja. Wie auch immer, wie auch immer. So, ja, an sich. An sich, was will ich denn jetzt gerade? Was will ich denn jetzt gerade noch? Überlegen wir doch mal. Was wollen wir jetzt machen? Ich meine, was ich machen könnte? Wäre natürlich Richtung AE2 gehen. Und Flux Crystal. So, Flux Crystal, Redstone und Crystallized Mineral Chunks. Absolut kein Problem. So, wir haben hier schon einiges enrichedes Redstone. Wir enrichen einfach noch ein bisschen mehr, weil wir es können. ETF? Ah, wollte schon meinen. Das sah gerade so aus, als wäre das alles gefressen worden und es ist weg. Das hätte mich sehr genervt. Tatsächlich. Aber hey. So, komm hier. Ein paar Mineral Chunks. Oh, das reicht schon für 80. Darf ich nicht vergessen. So viel Mineral Chunks habe ich da nicht reingeschmissen. Also, ja, das ist für was anderes. So, Mob Chunks und so. Schmeiß ich jetzt mal das hier rein. Einfach um ein bisschen Ordnung hier reinzukriegen. Sagte er. Ich glaube nicht, dass ich mich allzu lange dran halten werde, aber hey. Mal gucken. Ne? Mal gucken. So, wir haben die Anfänge von AE2. Logic Processor. Okay. Logic
Processor. Wir brauchen einen Inscriber und und Zeug. Sticky Piston. Stimmt. Okay. Printed Silicon. Yo. Wo kriegen wir Silicon am besten her? Red Sand im Crusher. Okay. Oder in der Manufactory. Ja gut. Manufactory. Sand, bitteschön. Viel Spaß und so. So, und wo wir gerade schon mal an der Manufactory dran waren, können wir hiermit ja nochmal weitermachen. Das habe ich ein bisschen aus den Augen verloren. Sprich, vergessen. Dass wir ja auch noch, eine etwas bessere Unlimited Water Source haben wollen. Wobei, komplett unlimited ist sie ja nicht, aber halt eine. Also sie ist unlimited, aber. So. Ich muss gerade überlegen, wie viel brauche ich noch? Wir haben 4 von denen. Und jetzt 13 von denen. Ich brauche 32 von denen hier. Also ein bisschen noch. So. Okay, nochmal 6. Und nochmal. So, und nochmal 4. Okay. Machen wir die schon mal zusammen hier. Ein bisschen Bronze. Zack. Sehr schön. So, 5 sind fertig. Und 7 habe ich noch so hier rumliegen. Also 6 ist fast fertig. Okay. Biofuel. Und wir potenziell später noch brauchen werden. Komm, eine noch. Gib mir noch eine. Schnell, bitte. Bitte. Einfach weil das dann eine gute Menge an. Weil ich dann nochmal 3 craften kann und nicht nur 2. Ha? Bitte, bitte, bitte. Bitte, bitte, bitte. Jetzt sei nicht so. Einer von euch wird fertig. Kommt schon, macht. Macht jetzt. Ist das fertig oder nur fast fertig? Ja, der ist fertig. Perfekt. Ah, toll. Jetzt sind es noch mehr geworden, klar. Jetzt auf einmal. Oh, jetzt wollen wir alle. Aber hey, 3 weitere Seeds.